Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem Tech-Nils-Kanal und heute gibt es mal wieder ein kleines Unboxing, nämlich von einer 5TB Festplatte. Und was genau das für eine Festplatte ist und wofür ich die genau brauche, das seht ihr jetzt gleich mal nach dem Intro. Also viel Spaß! Ja, mal wieder treffen wir uns hier mal wieder zu einem neuen Unboxing. Zwar ist das jetzt hier noch nicht das iPhone X Unboxing, das dauert noch ein bisschen. Aber heute habe ich mir was Neues bei Amazon bestellt. Nämlich genau gesagt, wie schon im Intro gesagt, eine 5TB Festplatte. Und der Grund, warum ich die brauche, ist einfach, dass ich halt mittlerweile schon so viele Videos eigentlich schon produziert habe, dass ich einfach viel zu wenig Speicherplatz mittlerweile habe. Wenn vielleicht einige von euch wissen, ist, dass ich meine ganzen Videos in 4K aufnehme und da kommen dann schon wirklich riesige Datenmengen zusammen und da ich halt auch sehr ungern diese ganzen alten Videodateien lösche, habe ich mir jetzt eine neue Festplatte bestellt mit 5TB, damit ich das alles drauf sichern kann. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich direkt an mit dem Auspacken, weil ich will natürlich, dass dieses Video nicht zu lang wird. Und ganz standardgemäß hier wieder zuerst mal in dem Amazon-Paket. Die ganze Festplatte ist heute bei mir angekommen. Und dann schneiden wir das Ganze hier mal auf. So. Das sollte schon reichen und dann können wir das Ganze so aufreißen. Und perfekt, das war das Ganze eigentlich schon mehr oder weniger. Der Amazon-Karton ist offen und dann nehmen wir hier gleich mal das Paket heraus. Das können wir jetzt weggeben. Und ja, hier haben wir sie. Die Intensio 5TB USB 3.0 Festplatte. Die habe ich mir bestellt, weil ich grundsätzlich auch schon wirklich relativ gute Erfahrungen mit Intensio-Produkten habe. Und das Ganze ist das in so einer Festplatte. Entweder eine WD oder eine Seagate Festplatte verbaut ist, was wirklich sehr gute Festplatten eigentlich sind. Und da ich halt das Ganze dann für mein iMac verwenden will, also als externe Festplatte, habe ich mich jetzt hier mal für die Intensio entschieden. Das Ganze ist auch eine relativ preisgünstige, weil das sind 5TB für 120€, was wirklich günstig ist eigentlich für so eine riesige Festplatte. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich mit dem endgültigen Karton davon an. Ich muss mir das jetzt mal anschauen. Als erstes müssen wir mal hier auf der Seite das aufschlitzen. So, dann ist das Ganze offen. Dann öffnen wir mal das Paket. So. Und dann ziehen wir das Ganze hier raus. Alles natürlich schön Schaumstoff. So, und da haben wir mal das erste Paket. Und ich würde sagen, wir schauen uns das gleich mal als erstes an, was wir da noch so drin haben. Und dann gehen wir weiter zu der echten Festplatte, weil ich gehe davon aus, dass hier nicht die ganze Festplatte drin ist. Und da haben wir jetzt schon einiges an ein bisschen was Zeugs drin. Als erstes haben wir hier mal so eine kleine Bedienungsanleitung, wie das Ganze funktioniert. Braucht man eigentlich nicht. Ich glaube, jeder weiß, wie man eine Festplatte anschließt. Dann haben wir hier natürlich den Stromadapter, weil so eine große HDD-Festplatte braucht natürlich auch immer eine externe Stromadapter. Das ist jetzt ein 12 Volt 2 Ampere Stromadapter, ganz standardgemäß, einfach mit so einem alten Stecker. Das ist auf jeden Fall auch dabei. Und natürlich dann haben wir auch noch ein USB-Kabel für die Datenübertragung dabei. Das ist dieses Kabel hier. Das ist USB 3.0, einmal auf der einen Seite normalen USB-Stecker und auf der anderen Seite diesen breiteren Typ A Stecker. Ziemlich cool, das sind halt zwei Kabel, die halt dazugelegt werden. Und dann rutscht da mir schon wirklich die ganze Festplatte wörtlich entgegen. Hier haben wir sie jetzt. Und sogar noch ein Zettel haben wir da drin, da steht jetzt nochmal drauf. Ja, das ist da Werbung für andere Produkte, braucht man eigentlich nicht. Und ja, da haben wir jetzt diese 3,5 Zoll HDD-Festplatte und ich würde sagen, wir befreien das Ganze jetzt mal von den Folien. So, das ist eine Hochglanz-Festplatte, also der Rahmen ist halt jetzt in dem Fall Hochglanz. Tada! So, und dann gehen wir das jetzt auch mal zur Seite. Und da haben wir die ganze Festplatte und wenn wir da auf die Rückseite schauen, sehen wir schon 5TB Festplatte, ziemlich cool.
Und jetzt können wir uns noch mal kurz die Anschlüsse anschauen, weil wir haben hier einmal den standardgemäßigen Stromanschluss, um die ganze Festplatte natürlich mit Strom zu versorgen. Und daneben halt den USB 3.0 Datenübertragung, damit wir halt das Ganze auf unseren Computer übertragen können und Daten drauf spielen. Und was ich ziemlich cool finde, ist, dass diese Festplatten von Intensio immer noch zusätzlich so einen Ein- und Ausschalter haben, was ich einfach aus der Sicht praktisch finde, dass man dann halt nicht immer den Stromstecker abstecken muss, sondern wirklich die Festplatte einfach mit so einem kleinen Schalter ein- und ausschalten kann, was aus meiner Sicht wirklich ein mega praktisches Zeug ist. Und ich habe auch schon eine ähnliche Festplatte und die hat auch schon so einen Schalter. Und das finde ich ja natürlich auch bei der wirklich super praktisch, weil man dann auch einfach ohne irgendwas abzustecken die Festplatte ausschalten kann. Und ja, so viel jetzt mal dazu. Ich werde die ganze Festplatte natürlich jetzt dann auch gleich an mein iMac anschließen und mal schauen, ob die dann als erstes mal die ganze Festplatte auf das macOS Format formatieren, um halt dann auch größere Dateien wie zum Beispiel iMovie Dateien alles da drauf zu spielen. Wenn ihr zu der ganzen Festplatte vielleicht sogar noch ein Review sehen wollt, also wo ich ein bisschen meine Erfahrungen teile und auch sage, ob die Festplatte auch wirklich ohne Probleme funktioniert, dann schreibt mir das auf jeden Fall mal gern unten in die Kommentare. Und ja, ansonsten würde ich mich bei diesem Video natürlich auch über einen Like freuen oder wenn ihr mich abonnieren würdet, dann verpasst ihr natürlich keine weiteren Videos und auch einige spannende Videos, die jetzt in nächster Zeit kommen werden. Also da würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, mich gleich mal zu abonnieren. Und auf der anderen Seite blende ich euch noch irgendein anderes Video ein, wo auch auf jeden Fall cool wäre, wenn ihr da vorbeischauen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also macht es gut, bis dann. Ciao.